Es war einmal ein kleines Entchen. Und das war so eifrig, dass es bei allen als das eifrige Entchen Emil bekannt war. Emil lebte zusammen mit seinen Eltern und drei Geschwistern, Erika, Eduard und Elli, in einem kuscheligen Hüttchen am Rande des Waldes, da wo man die Lichter der Stadt aus der Ferne funkeln sehen konnte. Jeden Abend vor dem Schlafengehen schlich er zum Fenster, um sich an ihnen zu erfreuen. Nun war es endlich soweit. Weihnachten stand vor der Tür. Emil hatte sich bereits das ganze Jahr auf das große Fest gefreut und diesmal sollte alles perfekt werden. Seit Wochen steckte er in Vorbereitungen. Er dekorierte das Haus, packte Geschenke ein und schob selbstgemachte Plätzchen in den Ofen. Kurze Zeit später duftete es im ganzen Hüttchen nach frischem Gebäck. Zufrieden mit seiner Arbeit plumpste Emil in seinen Lieblingssessel und schaute aufgeregt aus dem Fenster. In dem Moment erblickte er die Schneeflocken, die langsam vom Himmel hinunterrieselten und den ersten Schnee des Jahres ankündigten. Weiße Weihnachten! Emil machte einen Freudensprung und eilte eifrig zur Tür. Entzückt betrachtete er das Winterspektakel. Nun konnte ihn nichts mehr aufhalten. Er stürzte sich in den Schnee und war von Freude erfüllt. Daraufhin hatte er eine Erleuchtung. Was war Weihnachten bloß ohne einen Schneemann? Emil machte sich an die Arbeit. Er hatte bereits die Arme, den Hut und den Schal zusammengesucht. Nun fehlte nur noch eins. Die Nase! Enthusiastisch huschte er zurück ins Hüttchen, um eine Möhre zu holen. Doch er war zu eifrig und rutschte auf dem eisigen Weg aus. Verzweifelt versuchte er Halt zu finden, doch erwischte in der Eile nur die blinkende Lichterkette, die über der Hüttchentür befestigt war. Mit ihm fielen also auch alle bunten Lichter auf dem Boden. Was ein Schlamassel. Als wäre das noch nicht genug, stieg ihm im selben Moment ein verbrannter Geruch in die Nase. Oh nein, die Plätzchen! Er rappelte sich auf und flitzte ab in die Küche. Doch da lag er erneut auf seinem Popöchen. Er hatte die fein säuberlich gestapelten Geschenke übersehen und war darüber gestolpert. Davon konnte er sich aber nicht lang aufhalten lassen. Die Kekse mussten schließlich aus dem Ofen. Aber für die kam auch alle Hilfe zu spät. Da stand Emil nun, in seinem dunklen, verwüsteten Hüttchen mit einem Blech verbrannter Kekse. Es wurde ihm alles zu viel. Weihnachten war ruiniert. Dicke Tränen kullerten seine Bäckchen hinunter und er flüchtete hinaus in die eisige Winterlandschaft. Er wollte nur noch allein sein und stapfte durch den kalten Schnee in Richtung Dorf. Auf seinem Weg erhaschte er einen Blick auf eine heruntergekommene Scheune. Gemütlich aneinander gekuschelt saß dort im Heuhaufen eine kleine Gänsefamilie, erleuchtet und gewärmt durch nichts als eine kleine Kerze. Jedes Gesicht ummalte ein glückliches Lächeln. Das brachte Emil zum Nachdenken. War all der Aufwand für ein gelungenes Weihnachtsfest wirklich nötig? Oder reichte auch schlicht das Beisammensein mit seinen Liebsten? Vielleicht brauchte es gar nicht viel. Das spurtete er auf schnellstem Wege zurück nach Hause. Nanu, was war denn das? Beim Anblick der wieder funkelnden Lichterketten über seiner Hüttchentür rieb er sich ungläubig die Augen. Emil trat langsam ein und konnte nicht glauben, was er sah. Frische Plätzchen, gestapelte Geschenke und ein wunderschön geschmückter Weihnachtsbaum. Aber das Wichtigste, seine Familie war versammelt und empfing ihn voller Liebe. Nun wusste das eifrige Entchen Emil, das Wichtigste an Weihnachten war das Zusammensein.